Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft the World. Ich bin gerade hier in der Technologie, wie bin auch erfüllt. Wir sehen, wir brauchen auf jeden Fall ein neues Stockwerk. Das noch kurz machen, bevor unsere Welle kommt. Damit wir das schaffen können. Jeden Fall brauche, also was ich hier machen kann jetzt Taucherhelm. Eisenstiefel, Stahlhelm, Stahlrüstung. Natürlich super. Brauchen wir viel Stahl für, ja. Boah, Stahlrüstung. Okay, achtmal. Nein. Da fehlt die Kohle wieder. Mal gucken, wie das jetzt eigentlich aussieht. Was sieht hier nach Kohle aus? Dabei noch abgeschlossen, das ist sehr schön. Und dann wollen wir hier das noch alles loswerden. Weil der ist gerade irgendwie nicht ausgerüstet, noch nicht, ne? Eisenaxt hier, eine Spitzhacke. Hat er nix, hat nix. Irgendwie Stahlkeule, muss das mal reichen. Holzrüstung, Holzhelm. Ein bisschen gearscht, ne? Also, noch nicht die vielen Sachen. Aber was soll's, da ist wieder ein Buch des Magiers. Sehr schön, brauchen wir vielleicht demnächst irgendwie. Weil eigentlich wollte ich ja hier nur so die runterbauen, aber eigentlich muss ich komplett runterbauen. Aber eigentlich wollte ich jetzt hier die ständiges Stockwerk bauen. Das ist hier Eisenzaun, Steinschießscharte, Fangeisen, Eisenkäfig, Flagge. Dann warum ist denn? Na, irre ich mich jetzt komplett? Ich brauche doch Holzwand. Holzwand, wo war die denn? Also, entweder bin ich gerade total doof. Holz wollen wir einfach ein bisschen nach hinten gehen, ne? Dann geht das alles schon. Dann haben wir 102, das sollte schon reichen, ne? Also, so viel da. Du denn ganz, warum können wir noch ein bisschen Beeren finden? Das ist natürlich immer gut, wenn da aus dem Schnee ein paar Beeren kommen. Da kommen die nächsten. Das ist natürlich gut zu wissen, dass da welche rauskommen, auch ein paar mehr rauskommen anscheinend. Sehr, sehr gut. Dann hier unten ist alles abgearbeitet. Oh, was wollte ich denn zuerst machen? Jetzt ist das eigentlich erst hier die Kohle unten wegholen. Eigentlich muss ich mich hier gerade runterbauen. Alles ganz weg, muss ich halt eine Leiter da hinbauen. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber das ist Quatsch, jetzt das hier auszulassen. Was da unten mir noch bevorsteht. Das heißt, ich brauche mal kurz den Lichtzauber. Da ist nichts da unten, das ist sehr gut. Außer jede Menge Rohstoffe. Die wollen wir natürlich haben, keine Frage. Und deswegen geht's dahin. Also der Abgrund hier ist ein bisschen doof da. Das, aber also müssen wir irgendwie durch. Das muss trotzdem funktionieren. So, hier am Schnee bauen. Das ist schon mal sehr gut. Auch immer jederzeit Wasser machen können, wenn wir reichlich Schnee haben. Arbeite doch einfach. Warum zögerst du denn? So, wie sieht's aus mit Heiltränken? Das wäre super. 15 Stück im Moment. Da können wir ein noch. Ne, Wasser fehlt uns. Wasser müssen wir neu machen.
Boah, machen wir das alles jetzt noch? Ich weiß es gerade nicht. Es ist alles schwierig zu sagen. Ja, der Weg ist weit. Das ist daher so. Muss ich mal gucken, wie das irgendwie beheben kann, weil immer Portalzauber geht ja auch nicht. Wir haben nur 45 Mana im Moment. Wir brauchen wir später noch sinnvoller. Aber wenn sie alle da jetzt lospilgern dahin, dann geht das eigentlich ganz schnell. Aber trotzdem müssen wir jetzt gleich dafür sorgen, dass die Zwerge auch schlafen gehen, damit sie erholt sind für die Monsterwelle. Da kommt jetzt erst loslegen. Das als erste ab. Graben, 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 graben. So. Dass wir dann demnächst eine Leiter da haben. Und dann gut weitermachen kann. Das entwickeln noch, damit wir mehr Wolle rauskriegen. Was ist denn für ein Sprung da immer jetzt? Meine Güte. Aber anscheinend schadet dieser Sprung den auch. Also so gut ist es nicht, die Idee. Was ist hier los? Nichts ist los. Da können wir weiter hier unten graben. Graben, graben, graben. Und möglichst viel abbauen. Da ist ein bisschen Kohle, da ist ein bisschen Kohle. Nehmen wir alles mit. Nein, so und so. Dann. Angegriffen. Komm, jetzt schaffst du alleine, ne? Wie das Problem sein. Auch wenn du da runtergestoßen wirst, natürlich. Sei nichts zu. Sei nichts zu. Sei nichts zu. Ja, steht wahrscheinlich schon in den Zapfen da. Das ist ja. Nebensache. Natürlich bleibt die Kohle liegen. Natürlich. Oh, was da an Kohle rumliegt. Hui, das ist Wahnsinn. Aber das bisschen können sie hier noch wegholen und dann heißt es schlafen. Eigentlich jetzt schon. Dieser eine verfluchte Zombie da, der lässt mich nicht in Ruhe. Haben wir denn da? Hamilton. Kann er den angreifen? Das ist doch ganz gut. Haben wir nur einen dafür. Ching, ching, ching. Ching. Den nächsten da auch noch. Und dann ist das nächste Schlafen. Schlafen ist angesagt für alle Zwerge, die es nötig haben. Und jetzt noch den Geister entfernen, damit sie auch schlafen können. Sehr schön. Also. Da sind viele, die es nicht nötig haben, aber ich lasse sie alle mal ein bisschen erholen. Damit sie gleich topfit sind in der Monsterwelle. Kann man hier unten mal ein paar Fackeln wieder setzen. Ist immer ganz praktisch, dass man auch wieder was sehen kann. Gleich mit abbauen, wenn es gerade mal da ist. Und dann ist da der nächste Geist, natürlich. Lass sie in Ruhe. Nein, nein, du scheiß Geist, ey. Och, Mann.
das Werk aus wählen, schlafen, schlafen. Oh. Sollen auch die schlafen, die es noch nötig haben, ein bisschen jedenfalls. Nicht von so einem beschissenen Geist geweckt werden. So, schneit's gerade? Nee. Das hat ja geschneit, ne? Der Schnee da oben. Also in der nächsten Nacht und so weiter werden wir uns dann darum kümmern. Wenn wir aber erstmal ein bisschen Kohle noch absammeln können, wäre das super. Also unterwegs, die Zwerge. Wir müssen ein bisschen beschleunigen, damit wir die langen Wege da ein bisschen entzerren können. Jetzt mal so von der Zeit her. Oh, weia. Finde einen Geheimraum. Es gibt viele verlassene Minen und Räume im Untergrund, in denen sich nützliche Objekte befinden. Benutze einen Kompasszauber, der die richtigen Richtung anzeigt, wenn sie ein solcher Ort in der Nähe befindet. Wahnsinn, das ist ein Ofen? Das ist ein Ofen. Okay. Finde Edelmetall, jawohl. Das dürfte Silber sein, ne, was wir hier gerade haben. Ach komm. Eigentlich brauchen wir das auch, das wollige Schaf hier, ne? Um ein bisschen Wolle zu bekommen. Und Leiter hin. Und dann. Seht zu, Leute, vielleicht das noch ab. Bauen hier komplett diese Reihe, bevor wir zur Monsterwelle kommen. Na, 3 Minuten noch. Schön die ganze Kohle mitnehmen. Das ist das, was wir brauchen. Er baut da alles ab. Nee, noch nicht ganz. Zwei sind es noch. Na, da kommen wir die nächsten. So, und. Boah, was ist das für ein Kohleabkommen plötzlich hier? Das müssen wir uns alles nehmen. Alles für uns. Das brauchen wir. Keine Frage. Oh, komm. Nein. Ist das zu spät geklickt wahrscheinlich. Da ist noch einer. Der kann das da noch abbauen schnell. Die ganze Kohle dann ordentlich Stahl gleich machen. Oder vielleicht noch. Für Silberrüstung, für Stahlrüstung vielleicht. Nächstes ist schon wieder Silberrüstung, Silberhelm. Natürlich auch schön, das zu haben. Aber erstmal geht es um die Stahlrüstung. Und erstmal geht es um die Monsterwelle hier. Wir haben, glaube ich, 15 oder 16 Heiltränke. Die Zwerge sind hungrig, das ist natürlich eine gute Voraussetzung zum Kämpfen. Noch schnell was essen. Und dann geht es los mit der Monsterwelle. Skelette, 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 Zombies, Skelette. Das wirkt wieder so. Das ist jetzt auch, dass es das ein bisschen abwechselnd war. Dass es einmal eine ganz schwere war und dann wieder so eine hier. Sieht so aus, als wenn das hier nicht so schlimm werden würde, denn diese
einfachen Skelette und Zombies doch schnell, relativ schnell tot. Da ist der erste. Ruhig. Dünnbold könnte einen gebrauchen. Ein Heil-Elixier. Wunderbar. Dann noch einer. Teilha. Oh, das war's auch schon wieder erstmal, ne? Schon geheilt, also geh wieder zurück. Na. Vor allem die mit einem Getümmel sind natürlich da schon. Nein. Gerade ein bisschen planlos gewesen, kurz, aber das ist alles kein Problem, kriegen wir alles hin. Das sind zwar nicht so harte Gegner, aber sind halt vor allem in großer Menge gerade da und deswegen muss man da. Alter, wollen wir die alle verarschen oder was? Freigeben. Sollt alle kämpfen, bitte. Dürfte dann auch so gut wie gewesen sein, ne? Ist uns aber nämlich schon vorbei. Wunderbar. Und damit. Triumph, Sieg, Freude, Freude. Und wir können ganz schnell, schon mal alle hier sind, den Schnee hier oben abbauen. Mal wieder. Was haben wir denn eigentlich für Schnee jetzt so rumliegen? 20. Das ist plus die hier ist sehr gut, dann kann ich vielleicht wieder ein bisschen Wasser machen. Ich sammle gerade die ganzen Rohstoffe zusammen, oder was? Die hier noch rumliegen, ja, so ein bisschen, was sieht da noch rum? Ihr habt einen Zwerg verloren. Trotz Heil-Elixier habe ich es geschafft, einen Zwerg zu verlieren. Ah, nee. Natürlich nicht so gut. So, Schnee abarbeiten und dann können wir nämlich hier anfangen. Weg mit dem Schnee, Leute. Weg. Dann brauche ich nämlich. Wo haben wir denn das Gerüst? 4 Stück haben wir davon. Das ist natürlich sehr gut. Aber erstmal dürfen wir natürlich gerne den Schnee da abbauen, den restlichen. Warum bleibt er jetzt stehen? Warum? Oh Leute, es gibt doch keinen Grund, da stehen zu bleiben und nichts zu. Ist der doof oder was? Anscheinend schon ziemlich dumm. Aber das ist dann einfach frustrierend, wenn dann die Zeuge da oben hochlaufen, überlegen und auch nichts machen. Das ist dann nicht richtig. Überlegt doch jetzt doch erstmal runterzugehen, erstmal eine Patte zu holen, oder was? Eine Holzpatte. Ja, genau. Wie beides machen, können wir nicht einfach abbauen und Holz einpacken? Natürlich nicht, ne? Ach, Leute. Achso, er wollte auch das machen, ne? Ja, ja. Also, wenn in der nächsten Folge werden wir mit dem Hausbau weitermachen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn.